Es ist ein Dokument unserer Zeit im doppelten Wortsinn. Der grüne Pass. Gestern ist er im Parlament beschlossen worden, und zwar von allen Parteien außer der FPÖ. Ab dem 4. Juni soll das Reisen mit diesem grünen Pass wieder leichter werden. Außerdem wird er Zutritt zu unterschiedlichen Veranstaltungen und öffentlichen Räumen ermöglichen. Man hat ihn entweder am Handy oder als Zettel zum Ausdrucken, den grünen Pass. Ab Anfang Juni soll er einsatzbereit sein. Der grüne Pass ist, meine Damen und Herren, der Schlüssel zurück in die Normalität mit einem breiten Angebot an Zugriffsmöglichkeiten. Und Österreich zeigt einmal mehr, dass es Tempomacher ist, auch innerhalb der Europäischen Union. Eine Österreich-Version des grünen Passes sei eigentlich überflüssig, entgegnen die NEOS. Die EU-Variante ab Juli wesentlich sinnvoller. Wir wollen die Reisefreiheit innerhalb von Europa wiederhergestellt haben. Wir wollen ein gemeinsames europäisches akkordiertes Vorgehen. Aber wir brauchen keine Inszenierung für einen österreichischen grünen Pass, der dann am Ende des Tages eh nicht funktionieren wird. Die SPÖ heftet sich auf die Fahnen, dem Entwurf die Giftzähne gezogen zu haben. Das Sammeln von Daten sei nun nicht erlaubt. Dass wir ihn jetzt nicht mehr fürchten müssen, wenn ich beim Friseur bin oder wenn man beim Gasthaus ist, dass jemand nachverfolgt, wie lange ich dort bin, mit wem ich dort bin und wer dort ist. Mit diesen Tafeln unterstreichen die Blauen ihr Nein zum Pass. Wer sich nicht testen oder impfen lasse, werde ausgeschlossen. Als Freiheitliche, und das sage ich Ihnen klipp und klar, können und wollen wir nicht mit dabei sein, wenn die Grund- und Freiheitsrechte unserer Bürger, des Souveräns, dem wir verpflichtet sind, hier und heute zu Grabe getragen werden. Und die Freiheitlichen nützen die Bühne der Sondersitzung auch, um Fragen zum U-Ausschuss zu erörtern. So wird der Kanzler ins Parlament zitiert. Erst dann geht die Sondersitzung weiter. Mit Ausnahme der FPÖ stimmen am Abend alle Parteien für den grünen Pass.